Ja, hallo Sören Pellmann, viele Grüße an dich, viele Grüße an deinen Wahlkreis nach Leipzig. Du hast mir ein paar Fragen gestellt und klar will ich gerne auf diese Fragen antworten. Ich lese sie aber mal vorher vor, damit ja jeder weiß, worauf ich reagiere. Erste Frage von dir und sicherlich auch von vielen, die du erreichst mit diesem Post. Wie schätzt du die langfristigen gesellschaftlichen Folgen der Corona-Krise ein und welche strategischen Schlussfolgerungen ergeben sich daraus für die Linke? Naja, man muss leider sagen, wenn die Politik so weitermacht, wie sie es zurzeit wieder, und sie ist ja voll wieder im alten Modus neoliberaler Politik, wenn sie so weitermacht, wird diese Krise die Fehlentwicklungen, die wir vorher schon hatten, verstärken. Das heißt, wir bekommen noch mehr soziale Polarisierung. Die Mittelschicht wird am meisten leiden, die wirklich Reichen, denen hat die ganze Krise bisher relativ wenig ausgemacht. Und es ist sogar noch schlimmer, die Gefahr besteht, dass sogar überproportional Unternehmen jetzt von Rettungsgeldern profitieren, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Also ich erinnere zum Beispiel jetzt an den aktuellen Autogipfel, da ist zwar noch nichts entschieden, aber es ist ja schon dreist genug, dass Autokonzerne, die in den letzten 5 Jahren insgesamt über 100 Milliarden Euro Gewinn gemacht haben, dass die jetzt überhaupt auf der Matte stehen. Das sind alles Unternehmen mit Milliardenpolstern. Also insoweit, die herrschende Politik wird wahrscheinlich die Fehlentwicklungen verstärken. Umso mehr muss die Linke deutlich machen, es ginge anders. Und es sollte anders gehen, gerade wenn wir den Grundsatz ernst nehmen, der ja in dieser Krise eigentlich der offizielle Grundsatz war, Menschenleben zählen mehr als Profite und als Wirtschaftskosten. Weil dann müssten wir unsere Wirtschaft anders organisieren. Dann müssten wir jetzt vor allem denen helfen, die es wirklich ganz dringend brauchen. Das sind so viele Menschen, die von ihrem Kurzarbeitergeld nicht leben können oder gar keins bekommen, weil sie nur Minijobs hatten, weil sie selbstständig sind, weil sie Freiberufler sind und viele von denen sind völlig durch das Rost durchgefallen und ja, denen wird gesagt, ja geht doch zum Hartz-IV-Amt, welche Tragik. Also hier ginge es anders und hier müsste es anders sein und wir als Linke müssen den Druck machen, dass hier endlich die Menschen im Mittelpunkt stehen, denen es wirklich schlecht geht, die auch am meisten gelitten haben. Auch die vielen Kinder, wo die Eltern nicht in den letzten Wochen so viel helfen konnten beim Homeschooling, wie das jetzt so schön heißt, also eben beim Online-Unterricht. Das hängt ja sehr davon ab, ob die Mutter zu Hause ist, also ich meine die Verkäuferin, die das nicht ist, oder auch die Krankenschwester, die Pflegekraft, die hat ja schon mal deutlich weniger Zeit als jemand, der im Homeoffice ist, so anstrengend das auch für die Letzteren natürlich gewesen ist. Also brauchen wir mehr Lehrer, die das wieder ausgleichen, sobald die Schulen wieder öffnen. All das sind ganz zentrale Fragen und wir als Linke beharren ja auch darauf, dass diese Fragen und diese Menschen in den Mittelpunkt der Politik kommen. Zweite Frage: Wie wird für dich anhand der Corona-Pandemie die verfehlte Politik der letzten Jahre offensichtlich und welche Rückschlüsse ziehst du für deine parlamentarische Arbeit und außerparlamentarische Arbeit? Ja, ich denke, in der Krise haben sich die Fehlentwicklungen gerecht, die wir schon seit vielen Jahren anprangern. Also nehmen wir zum Beispiel die Kommerzialisierung, Privatisierung des Gesundheitssystems. Wir haben ja ein Riesenglück, dass in Deutschland der große Ansturm auf die Krankenhäuser ausgeblieben ist. Dass es zum Glück durch die Maßnahmen gelungen ist, relativ rechtzeitig die Pandemie einzudämmen. Und dadurch ist es in den Krankenhäusern nicht zu solchen dramatischen Szenen gekommen wie in Italien oder auch in Spanien oder in den USA oder in Großbritannien. Aber man muss ja sagen, also ich meine, in unseren Krankenhäusern ist der Personalnotstand der Alltag seit vielen Jahren. Und natürlich muss sich das ändern. Das heißt aber vor allem, dass man begreifen muss, dass Gesundheit keine Ware ist, die man in die Hände von privaten Profitjägern legen darf, dass es ein Unding ist, dass Krankenhäuser mit 10% Renditeerwartung die Investoren locken, dass es ein Unding ist, wenn die Pflegeheime von Hedgefonds aufgekauft werden, so wie das ja in den letzten Jahren immer wieder der Fall gewesen ist und auch nach wie vor läuft. Gesundheit gehört in öffentliche Hand, das muss gemeinwohlorientiert organisiert werden. Das sind
ganz, ganz wichtige Schlussfolgerungen. Und natürlich die große Frage, die große soziale Frage, wenn jetzt alle immer von Solidarität reden, ja, dann brauchen wir wieder eine gesetzliche Solidarität, eine institutionalisierte. Das war der Sozialstaat, das waren die Sozialversicherungen, die Rente, eine ordentliche Arbeitslosenversicherung, eine Krankenversicherung, auf die man sich verlassen kann und nicht immer dann am Ende doch wieder auf den eigenen Geldbeutel verwiesen wird. Das ist alles kaputt gemacht worden, das muss wiederhergestellt werden. Auch das sind wichtige Schlussfolgerungen aus der Krise. Deine dritte Frage, wie waren die letzten Wochen? Wir waren die letzten Wochen sehr viel zu Hause. Gab es da etwas, was du machen konntest, weil dafür endlich mal Zeit war? Zunächst muss ich sagen, ich vermisse wirklich die Veranstaltungen sehr, weil bei allen digitalen Möglichkeiten und natürlich bekommt man Mails von Bürgerinnen und Bürgern und man bekommt Kommentare bei Facebook, bei anderen Medien. Es ist was anderes, ob man die Menschen trifft, ob man in dem Raum ist oder auf dem Platz ist, ob man dort redet, ob man dort Rückmeldung kriegt, das ist was ganz anderes. Also das hat mir wirklich sehr gefehlt und ich denke, Sören, dir geht das genauso und wahrscheinlich jedem, der politisch aktiv ist. Was ich machen konnte mit der vielen unerwartet gewonnenen Zeit, ich habe sehr viel gelesen. Ich habe auch ganz anders die Natur wahrgenommen, weil wir natürlich überwiegend hier im ländlichen Raum im Saarland waren und die Zeit hatten, überhaupt zum Beispiel die Baumblüte zu beobachten, wie die einzelnen Bäume sich ihre Abfolge hatten. Das habe ich sonst nie wahrnehmen können, weil ich viel zu viel unterwegs war. Und insoweit waren es interessante Wochen. Ich habe auch natürlich meine eigenen digitalen Kanäle mehr aufgebaut, mehr genutzt, auch meinen eigenen YouTube-Kanal, wo ich ja regelmäßig eine Wochenschau produziere, also jede Woche mit einem Video, dann auch jede Woche ein Video veröffentliche. Also das habe ich natürlich jetzt verstärkt gemacht. Das werde ich auch weitermachen, auch wenn die Krise vorbei ist, weil ich glaube und auch die Resonanz so ist, dass das gut ankommt. Aber es wäre natürlich schön, wenn man auch wieder ins reale Leben rein kann und wirklich echte Veranstaltungen machen kann, ohne digitalen Filter dazwischen. Ja, soweit deine Fragen, Sören. Ich hoffe, ich habe sie einigermaßen beantwortet. Bleib gesund und ja, bis auf bald. Tschüss.